Hallo und willkommen zurück bei Evoland. Ich hatte beim letzten Mal Probleme mit dem letzten Boss Sephiroth. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass ich es tatsächlich falsch gemacht habe. Ich soll nicht seine Brust angreifen, sondern tatsächlich den Ball, der hinten aus seinem Rücken rausfliegt. Ich war der Meinung, ich hätte es schon mal versucht und es nicht geschafft. Aber wir werden das jetzt noch einmal versuchen. Und das werden wir hier alles schön wieder überspringen. Und die erste Phase hoffentlich vernünftig überstehen. Und dann kommt die zweite Phase und danach kommt sogar noch eine dritte Phase. Aber ich weiß jetzt, wie ich ihn besiegen kann. Und ich muss tatsächlich den Ball, der hinten aus seinem Rücken rausfliegt, angreifen. Wie gesagt, das war auch mein erster Instinkt, aber ich war der Meinung, das hätte ich bereits versucht und es nicht geschafft. Aber was soll's. Deshalb versuchen wir das jetzt nochmal. So, wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Aber das hier, da bin ich jetzt relativ sicher. Das sollte eigentlich gut funktionieren mit der ersten Phase hier, dass ich hier alles überstehen kann, ohne zu sterben. Ist halt echt das Problem, dass man hier das Auge hat und man darauf fixiert ist, wegen den Händen. Und ich war halt der Meinung, okay, dieses Auge muss einfach das sein, was ich angreife. Ohne, dass es irgendetwas anderes gibt. Aber es gibt halt doch was anderes. Das ist dieser verdammte Ball, der da hinten rauspoppt. Ich meine, wenn er vorne auf der... Wenn er hier vorne den Ball hätte und hinten das Auge, dann hätte ich auf jeden Fall andersrum angegriffen. So. Bam. Angreifen, dann kommt er hinten raus. Ja, aber ich habe nicht genug Zeit. Es reicht nicht. Es hat nicht gereicht. Es reicht nicht. Ich komme nicht ran. Verdammter Mist, ich bin... Jetzt habe ich einen Schritt zu wenig gemacht. Ich muss näher rangehen. Oh Gott, das war jetzt wieder scheiße. Muss näher rangehen, in die Mitte gucken. Jawohl! Das hat was gebracht. Da hat er sich auch zum ersten Mal gewunden. So. Jawohl! Okay, es reicht scheinbar nur für ein einziges Mal, aber gut. Ich habe mir also tatsächlich alles eingebildet, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Ist ja nicht wahr. Jawohl! Kleine Mistsau, ich krieg dich! Ha. So. Angreifen. Und rumrennen. Oh Gott, das war die falsche Richtung. Und, ah Gott! Das war die falsche Richtung. Manchmal geht er nicht gerade weg, sondern in eine Richtung. Und das ist ganz schräg. Ganz, ganz merkwürdig ist das. Wo soll ich wissen, in welche Richtung er sich bewegt? Ah. So sieht es aus, als hätte ich den Ball zurückgespielt. Aufschlag? Hier bitte sehr, zurück. Jawohl! Oh, das hat ihm nicht gefallen. Ganz schlecht. Schnell weg. Ah! Hallo? Das war kein Angriff. Ah, guck mal, jetzt ist er wieder klein. Hallo! Ihr mögt meine steinerne Rüstung zerbrochen haben, doch in dieser Gestalt könnt ihr mir nichts anhaben. Ich bin von Haut bis Haar irgendwie... Oh! Okay, die Roten scheinen schneller zu sein. Sieht nicht so aus, als ob ich die Roten zurückschlagen kann, aber den Blauen kann ich scheinbar zurückschlagen. Das war jetzt Instinkt, einfach mal so draufhauen. Ah, Gott, verdammt. Das ist genauso wie gegen einen Ghast zu kämpfen, das ist ja furchtbar. Return to Sender, jawohl. Return to Sender, no such number. Kennt irgendjemand dieses Lied noch? Ich kenn's jedenfalls. Komm schon, Sephiroth, ich werde dich besiegen, weil die Phase erscheint mir fast am leichtesten. Ach Gott, du musst natürlich schon in die Mitte gucken, du Affenkopf. Ah. Ah Gott, jetzt hat er mich damit auch noch erwischt. Der erwischt mich denn mit einem blauen Ball, ist doch scheiße. So. Oh, warum ist er denn so nah dran? Das ist doch Käse, was soll ich denn damit? Ah. Bam. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, warum die eine Textzeile da so schnell weg war. Ich konnte sie nicht lesen. Er ist wahrscheinlich von Kopf bis Fuß mit irgendwas eingedeckt, was ihn unverwundbar macht oder so. Aber halt nicht unverwundbar gegen deine eigenen Angriffe. Warum habe ich denn den nicht getroffen? Das ist so diese Minecraft-Physik. Da trifft man ja auch ständig den Ghastball nicht. Jawohl. Gut, das war jetzt schon dreimal. Immerhin.
Das müsste jetzt eigentlich langsam mal reichen. Sephiroth, du Mistsau, stirb! Oh Gott, ja, das war... das war gut. Ich hätte ihn sonst nicht erwischt, das war einfach nicht zentral genug. Oh! Jawohl! Sehr gut. Oh, jetzt macht er ja gar nichts mehr. Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen. Warum? Was macht er denn jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Ha! Wie, er flieht? Ich dachte, ich darf ihn töten. Und was ist, er flieht? Freigeschaltet Held, ihr habt Sephiroth besiegt. So eine Verarsche, ich dachte, ich darf ihn töten. Oh Mann, ey. Okay. Bekomme ich jetzt Keres wieder? okay. Das war jetzt tatsächlich, das war's mit Evoland, das gibt's ja nicht. Den Abspann finde ich ziemlich cool, wie sich das Spiel weiterentwickelt hat. Das gefällt mir gut. In einer anderen Welt wären wir vielleicht Freunde gewesen. Und dann verschwindet er einfach, er flieht. Anstatt dass er besiegt wird. Erinnert mich sehr an die Serie Spartacus. Zwischen Spartacus und, wie hieß er? Wie hieß denn der Rivale von Spartacus in der Spartacus-Serie? Ich weiß es nicht, ich hab's vergessen. Aber wie er meinte, in einem anderen Leben wären wir zwei Brüder gewesen. Ja, gut. Daran erinnerte mich das gerade. Ja. Monsterschlechter Pest, die Heilerin Keres. Macht des bösen Sephiroth. Übergut. Wie das... Spielen hier. Dieser Abspann. Übergut. Das war ziemlich cool. Evoland. Tja. Ich werde... Oh, frei nach Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo und vielen mehr. Will ich doch meinen. Also ein paar habe ich doch erkannt. Danke fürs Spielen. Ihr habt 84,2% des Spiels abgeschlossen. Okay. Gut. Also, wir werden uns den zweiten Teil auch angucken. Evoland 2 werde ich auch Videos zu machen. Ich weiß nicht, ob direkt nach diesem Projekt oder ob ich etwas anderes mache. Aber, das kommt auf jeden Fall. Vielleicht später, vielleicht sofort. Das weiß ich noch nicht. Ihr habt das Spiel gewonnen. Drückt Aktion, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. Gut. Was ich jetzt eigentlich noch hätte machen können, wäre Chocobos sammeln und zu dem freien Händler gehen. Aber das war ja scheinbar tatsächlich nicht nötig. Wir könnten eigentlich mal auf Fortfahren drücken und gucken, was passiert. Aber wir sind nach wie vor hier. Okay, es passiert also nichts. Wir könnten ihn wahrscheinlich normal herausfordern. Chocobos habe ich nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Aber deshalb werde ich auch zu dem Spiel nicht zurückkehren. War ein cooles Projekt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.